Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und es ist mal wieder Best-of-Zeit. Das heißt, wir haben für euch eine kleine Kollektion zusammengestellt, die Home Cooking Volume 5 Edition. Das heißt, Kochrezepte und kulinarische Tipps von Spitzenköchen und Genussexperten. Insgesamt haben wir 13 Küchentipps und Kochrezepte aus den vergangenen Folgen für euch zusammengestellt. Und unter anderem mit dabei sind die Spitzenköche Maurizio Oster, Julian Stohwasser, Robin Peach, aber auch vom 100-200 Sophie Lehmann und Thomas Imbusch, sowie Jo von Salt and Silver, aber auch Thomas Anders, Alexandra Müller und viele andere. Also insgesamt 13 tolle Küchentipps und Kochrezepte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und natürlich auch ganz viel Inspiration. Und bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg, ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Auf 800 Quadratmetern Ladenfläche findet ihr über 8000 Produkte. Von A wie Austernmesser bis Z wie Zestenhobel findest du hier alles, was du in der Küche und am Tisch benötigst. Und natürlich auch eine wunderbare Espresso-Maschinenabteilung mit Produkten von ECM, Becerra, Rocket und Profitec. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung. Also alles, was das Herz begehrt. Und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Und wer es noch nicht wusste, angeschlossen an die Cucinaria gibt es eine große Küchenausstellung von Hummelküchen und auch eine wunderbare Kochschule für Kochkurse, Firmen-Events oder den nächsten Geburtstag. Das war die Werbung und wir starten jetzt gleich mit Maurizio Oster vom Restaurant Zeig in Hamburg. Und der erzählt uns von einem Schwarzwurzelgericht, das sie für das Menü kreiert haben und das ihn schier ausflippen ließ. Mal sehen, ob es euch auch ausflippen lässt. Und bevor ich es vergesse, auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant und Hotelguide. Der Gänsehautmoment war bei mir die Schwarzwurzel mit Walnuss und Meerrettich. Das war ein Gericht, ich habe es, glaube ich, damals ein bisschen anders aufgeschrieben und da haben wir lange dran rumgefummelt und wie es dann, und als es dann so zustande gekommen ist, also da ist der fermentierte Apfelsud, den hat Joachim gemacht, der wird dann noch geräuchert. Wow, der ist richtig, richtig, richtig gut. Und Mirko hat dann die aus den Schwarzwurzelschalen so eine richtig tiefe, dunkle, kräftige Soße gekocht. Warm, kalt, funktioniert auf jeden Fall immer ganz gut und das zusammengemengt richtig gut. Dazu so eine Schnitte mit so einer Royal von der Meerrettich-Essig als Gelee und rohgehobelter Schwarzwurzel oben draufgelegt, abgebrannt, mit Nussbutter eingestrichen und du hast da passiert so viel. Das, im Mund, was ich mir zu Hause auch mal auf die Schnelle mache. Ja, ne? Ja, genau, das, was man sich mal eben macht. Und das ist halt das, was da passiert so viel im Mund und dazu das Walnusseis, das habe ich ganz vergessen, das Walnusseis noch dazu. Aber da passiert unglaublich viel und das war so, ich habe das gegessen und ich kannte das, ich wusste, was da kommt, aber trotz alledem konnte meine Haut nicht anders als sich zur Gänsehaut aufstellen. Gar also nicht. Das war so, das war ein Gänsehautmoment, wo ich dachte, oh, krass. Oh, cool. Wow, dass das so gut funktioniert und wir bekommen natürlich dann auch dementsprechendes Feedback. Freut mich unglaublich. Und wir gehen weiter zu Fritz Keller, der uns erzählt, wie wunderbar Löwenzahn schmecken kann. Löwenzahn mit Kartoffeln und einer tollen Vinaigrette und das sind Kindheitserinnerungen für ihn. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Fritz Keller. Dann warte ich schon drauf, wenn der Löwenzahn kommt.
das als erstes dann und einen Löwenzahnsalat draus machst. Wo du gerade Löwenzahn sagst, wer weiß eigentlich, dass man vom Löwenzahn die gesamte Pflanze essen kann? Das wissen doch die meisten nicht. Ja. Alles, ja. Selbst den Stängel. Der wurde mir früher als Kind aus der Hand gerissen und gesagt, nee, der pack mal weg. Das gelbe, weiße Zeug, das da rauskommt, pfui, darfst du nicht essen. Ja, also die Fallschirme würde ich jetzt nicht irgendwie essen, aber die Blüten kann man essen. Ja. Aber so frischer, wilder Feldsalat. Und den sozusagen so lauwarm gemacht, also mit einer zerdrückten Kartoffel und dann Traubenkernöl mit fein gehacktem gutem Speck. Also nur ein bisschen, nicht viel, nur ein bisschen. Das ist eigentlich nur ein Geschmacksgefühl. Mhm. Und den lauwarm gemacht und bitteschön hier kein Balsamico-Essig verwenden, weil den Zucker brauche ich da auch nicht. Mhm. Und dann einen guten Weinessig, wer es ein bisschen saurer mag, so einen Schuss Sherry-Essig, so einen reifen Sherry-Essig und dann auch Zwiebeln ein bisschen dazu. Und dann ich kriege gerade Appetit. Und das mit dem das ist jetzt im Frühjahr, ne? Ja. Das ist jetzt mit den gedrückten warmen Kartoffeln und das als Dressing warm über den Löwenzahn. Oh, das ist eine komplette Mahlzeit. Mhm. Anna Arijanyan, die aus Armenien stammt, spricht über ein armenisches Allerweltsgericht, das aber jede Familie isst. Und das sind salzige arme Ritter. Wir haben zum Beispiel so Gerichte drin, also dieses Tomatenrührei ist ein Beispiel, aber auch eins, das heißt Hatzov Zevadzer. Wörtlich übersetzt heißt das Ei mit Brot, aber es sind im Grunde arme Ritter, aber in salzig, nicht in süß. Und das Ding ist, dass ja, klar, jeder armenische Mensch uns anguckt wie ein Auto, wenn die erfahren, dass dieses Rezept da drin ist, weil das ist für sie so einfach und so alltäglich, dass das für sie gar nicht in so ein Kochbuch kommt. Warum schreibst du das rein? Das ist so, als würde ich in ein deutsches Kochbuch Käsebrot reinschreiben. Ja. So, hier, Käsestulle. aber genau das macht tatsächlich die armenische Küche, die wir kennen, für uns aus, dass wir eben nicht nur die Festtagsgerichte oder die außergewöhnlichen oder die teuren oder die edlen Sachen mit reintun, sondern eben auch genau das, was in der armenischen Alltagskultur passiert, was armenische Eltern ihren Kindern täglich nach der Schule machen, wenn die ausgehungert nach den Hausaufgaben heimkommen und sagen, ich will was essen, dann gibt es halt schnell Hatzov Zevadzer, sehr arme Ritter. Mhm. Und ich mache zu Hause für meine Kinder, ich habe zwei kleine Kinder, mindestens wöchentlich genau diese armenischen Armritter. Und die atmen das weg quasi. Siehste. Das ist großartig. Weiter geht's zu Jonas Schäfer nach Transsilvanien und der hat ein ganz wunderbares, einfaches Rezept für uns. Und da spielt die rote Zwiebel und Labneh eine große Rolle. Viel Spaß. Ich habe so ein neues Gericht im Moment, wo ich die rote Zwiebel einfach in die Kohlen lege und verbrenne. In den Kohl? 10 Minuten lang. Also du nimmst den Kohlen, in den glühende Kohlen. Die rote Zwiebel uneingepackt. In die Kohlen. Ich dachte, du verbrennst Kohl. Nein, nee, alles klar. Nee. In die Kohlen lege. Ach so. Und dazu mache ich mir aus dem Joghurt von Ishti, mache ich mir so eine Art Labneh am Abend vorher. Ishti ist hier der lokale Käsemann, den Käse haben wir heute auch kennengelernt. Käse und Milchmann, genau. Käse so. Und Milchmann. Und aus seinem Joghurt mache ich mir so ein bisschen Labneh, das ist die Basis. Dann charre ich die roten Zwiebeln. Pell nachher die äußere Rinde ab, das Verbrannte, und schneide das so wie eine, also dreimal auf, dass das praktisch wie eine Blume sich so öffnet. Das sieht irrsinnig schön aus. Und diese rote Zwiebel, die dann noch ein bisschen die weißen Marmorierung innen drin hat, die ist zuckersüß geworden mit dem Joghurt zusammen, ein bisschen Walnüssen. Und ich kriege schon wieder Appetit. Ja, und das je nach Saison mit ein paar frischen Früchten. Walnüsse haben wir hier auch ganz viel. Ne? Du hast gesehen, die Wälder, die Bäume stehen, die Bäume an den Wegesranden sind ganz sind viele überwiegend. Obstplantagen. Ja. Ja. Aber das ist ja. Und Popstar Thomas Anders hat den Düppekoche,
ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, den Düppekuche für uns aus der Eifel. Ein ganz traditionelles Gericht, das jede Familie irgendwie auch anders macht, aber das ihn absolut an seine Kindheit erinnert. Ich komme ja nun von der Vordereifel, also ich komme sehr, sehr vom Land, aus einem ganz, ganz kleinen Dorf. Und mag ich bis heute noch, was ich total liebte, es waren immer Karotten. Und meine Mutter machte diese Karotten, die wurden immer, es waren halt eben Schalotten wurden angedünstet in etwas Butter, dann wurden die Karotten darin auch angedünstet. Das wurde mit Brühe abgelöscht und es wurde dann gewürzt und es war sehr naturbelassen. Also Karotten ist es so und ein Gericht habe ich ja im Kochbuch. Das ist in unserem Slang, in unserem Dialekt, das ist der Düppekuche. Düppekuche? Ja, das heißt also Topfkuchen übersetzt. Also Düppe, das war ein Topf und Kuche war eben ein Kuchen. Und das ist im Grunde ein Teig, der basiert auf Reibekuchen. Der Reibekuchen ist aber, das ist ein Teig, der im Grunde, wenn man die Kartoffeln reibt, ist ja sehr viel Wasser drin, der muss im Grunde ausgedrückt werden, damit es halt eben nicht zu wässrig ist. Das darf halt eben bei diesem Gericht nicht sein. Und das Ganze wird dann im Grunde mit Ei und mit Muskat und mit Salz und mit Pfeffer gewürzt. Ich mache da gerne Cabanossis rein, so in Scheiben geschnitten. Da kommt doch vielleicht ein Schuss Öl rein. Und das kommt in einen großen Bräter und wird über 2 Stunden im Grunde im Backofen gebraten. Es entsteht eine ganz, ganz feste Kruste, wie von einem Brot und es stockt auch innen drin, aufgrund des Eis und des Eiweißes wird es ein bisschen fester in der Konsistenz und man kann im Grunde Stücke rausschneiden und das hat man bei uns früher Landgegend mit Apfelkompott serviert. Mittlerweile geht man auch hin, dass man sagt, okay, ich mache es kommt immer mit Apfelkompott in der Tradition, aber es gibt halt eben auch, wo man sagt, ich mache jetzt einen Räucherlachs oder sowas dazu und vielleicht ein bisschen Meerrettich und mache halt eben dieses Kartoffelgericht. Das war im Grunde ein arme Leute essen, so wie man sagt. Weil Eier hatte man, Salz hatte man, Muskat hatte man, Pfeffer hatte man. Und früher hat man auch Bauchschmeck reingemacht. Es ist ein Gericht, habe ich, glaube ich, auch ein Buch geschrieben, gefühlt hat jede Familie bei uns in dieser Gegend ein eigenes Rezept für diesen Kuchen. Es gibt ganz verschiedene, eine machen es mit Karotten, die anderen machen mit einem anderen Gemüse und sowas rein. Jeder kann es für sich ausprobieren. Es ist ein sehr deftiges Gericht, es ist ein Herbst-Winter-Gericht. Und das Tolle daran ist, wenn man nicht alles aufessen kann, wenn es zu viel ist, weil es ist sehr deftig, es schmeckt hervorragend am nächsten Tag angebraten in der Pfanne. Dann schmeckt es fast noch mal so gut, weil alles durchgezogen ist. Das ist Kindheit. Wir gehen weiter zu Jo von Salt and Silver und der schwärmt von deren veganen Gemüseteller. Ist auch wirklich toll. Klingt toll, ist toll, schmeckt toll. Also mein absoluter Lieblingsteller bei uns ist immer, wir nennen ihn Farm-to-Table-Teller. Das ist auch immer was anderes, weil das ein rein saisonaler Gemüseteller ist. Und lustigerweise, muss ich sagen, finde ich mittlerweile immer unsere vegetarischen Gerichte fast spannender persönlich, geschmacklich, als unsere Fleisch- und Fischgerichte. Mhm. Oder überraschender vielleicht. Mhm. Und da ist unser veganer Gemüseteller, der heißt Farm-to-Table-Teller, wie gesagt, da ist eine Cashew-Creme drunter. Da machen wir ein scharfes Karottenpesto und dann legen wir alles an sous-vide-gegarten und gegrillten Gemüse drauf, was wir von unseren Bauern Tui Bönisch hier vom Feld bekommen. Das ist dann, jetzt aktuell ist es grüner Spargel, sind es Pilze von Lewe Koll, die wir aus seiner Pilzzucht hier bekommen haben, sind es Karotten, ist es rote Beete, die wir in Granatapfelmelasse kochen, die so richtig schön sauer wird. Es ist unser grünes Kerbelöl. Es ist ein Crunch, den wir aus ganz vielen verschiedenen Gewürzen und Samen machen. Also es ist ein richtig bunter Teller. Und deswegen gefällt er mir auch so gut, weil ich ein sehr visueller Mensch bin. Und geschmacklich halt sensationell lecker. Cool. Das finde ich großartig, weil es auch beschreibt so dieses ganze Farm-to-Table-Ding, das uns irgendwie eine Herzensangelegenheit ist.
Man kann Gemüse so toll machen mit unserem Grill hier drin. Wir haben so einen japanischen Konro-Grill, alles über Holzkohle gegrillt. Das wird einfach so schmacko, da brauchst du überhaupt kein Fisch oder Fleisch. Genau, deswegen ein Plädoyer für unseren veganen Gemüseteller Farm to Table. Jawohl. Wird bestellt. Wird bestellt, sehr gut. Das zweite Gericht, das ich gerade sehr abfeiere, ist diese besagte Bioland-Hähnchenkeule, die wir jetzt neu gerade drauf gemacht haben. Das ist, wusste ich vorher oder bis vor kurzem auch noch nicht, dass man das so macht, aber eine Hühnerkeule im Ganzen auslösen, also einfach nur den Knochen rausschneiden und dann auf der Haut braten wie ein Steak. Brick Chicken, man kann es auch beschweren noch, wie so ein Brick Chicken, so, und dann ist das so ein flachgedrücktes, richtig tolles Stück braunes Hühnerfleisch, also das Beste natürlich. Mhm. Und das legen wir hier gerade auf ein sehr leckeres Sellerie-Püree und so ein grünes Gemüse-Ragout. Machen wir gerade aus Bohnen und Erbsen, glaube ich. Schönes Kräuteröl drüber, bisschen Kapuzinerkresse für die Schärfe. Wahnsinnig lecker. Weiter geht's mit den Brotkumpels, die uns erzählen, wie man ganz einfach das Präsidentenbaguette backt, backt, backt. Wie denn nun? Also, auf jeden Fall Präsidentenbaguette. Ganz einfach nachzubacken. Ein Blitzrezept? Blitzbrotrezept? Ein Blitzbrotrezept? Lass mich überlegen. Also das beste Blitzbrotrezept ist, weil wir ja beim Baguette waren, das Präsidentenbaguette aus dem Block. Das ist insofern Blitz. Du musst nur Mehl, Wasser, Hefe, Salz, ein bisschen Gerstenmalz oder Zucker zusammenmischen. Wirklich nur mischen. Und dann ist der Part, der nicht Blitz ist, du musst es 2 Tage im Kühlschrank stehen lassen. 2 Tage? Mhm. Also ich mach mal schnell ein Baguette. Den kann man aber immer liegen haben, den Teig eigentlich. Ganz genau. Du könntest also jeden Tag so einen... Einen verbraucht wieder neu machen. Ja, genau. Das ist gut. Ja. Und das Mengenverhältnis schaue ich im Blog. Einfach in die Suche Präsidentenbaguette eingeben. Und wieso heißt das Präsidentenbaguette? Noch kleine Geschichte. Ich war ja damals in vielen Blogs unterwegs, auch amerikanischen. Und da gab es eine Bloggerin, die... war ein Wochenende oder ein paar Tage in Paris unterwegs und hat da verschiedene Bäckereien abgeklappert, ist mit dem einen Bäcker ins Gespräch gekommen und der hatte damals oder ein paar Jahre vorher, weiß ich nicht mehr, den Wettbewerb gewonnen, der jährlich in Paris stattfindet, Baguette-Wettbewerb, und das heißt, wer den gewinnt, darf gratis ein Jahr lang den Präsidentenpalast mit Baguette beliefern. Darf das natürlich dann ranschreiben, um seine Unkosten durch Mehrverkauf von Baguettes wieder einzutreiben. Und das war so einer und der hat ihr sein Rezept verraten und sie hat das dann umgemünzt auf Amerikanisch und ich habe es dann sozusagen wieder umgebaut auf Deutsch. Deshalb heißt es Präsidentenbaguette. Und dieses Rezept ist auch die Grundlage für unser Baguette, was wir in der Bäckerei backen. Also wir haben es ein bisschen wieder modifiziert, weil die Bäckereirezepte immer ein bisschen anders sind als Hobbybäckerrezepte, weil einfach die Bedingungen andere sind. Aber die Grundlage ist dieses Rezept und deshalb vertrösten wir alle Kunden, die bei uns keinen Baguette bekommen, mit diesem Rezept, es damit selbst zu versuchen. Und jetzt sagtest du gerade Gerstenmalz. Kriegt das überall? Also im Bioladen oder Reformhaus bekommt man das auf jeden Fall. Aber man kann super ersetzen. Also es geht da um diese malzige Süße, die ins Baguette rein soll. Kann man auch mit Rübensirup ersetzen, den gibt es überall. Oder man nimmt einen dunklen Honig. Oder wenn gar nichts davon da ist, dann wiederum für die Krusteneigenschaften so ein Hauchzucker. Und das war jetzt mit Hefe? Ja, das ist mit Hefe. Und da brauche ich aber auch Dampf. Wäre nicht schlecht. Es geht auch ohne Dampf, aber dann würde ich zumindest dafür sorgen, dass das Baguette nicht im Ofen liegt, um es einzuschneiden, sondern dass es allein aufbricht. Das steht dann aber im Rezept drin, wie man das hinbekommt. Und die Färbung und die Kruste kommt von allein? Also wenn der Ofen so heiß genug ist. Ja? Also Baguette backen wir im Haushaltsofen zumindest bei 250 Grad. 250. Und wenn es eine dünne, zarte Kruste sein soll, dann brauchst du schon den Dampf. Wenn es ein bisschen rustikaler sein darf, ein bisschen dicker, dann geht es auch ohne Dampf. Das Präsidentenbaguette. Man kann aber auch aus dem Teig ein Brot formen und es dann im Topf backen. Wird auch sehr gut. Sternekoch André Stolle aus Hamburg hat eine sommerliche Buttermilchsuppe für uns parat. Auch nicht schlecht. Hast du denn für mich so ein kleines Rezept zum Nachkochen, so ein Sommergericht? Also wir sind ja immer noch in der Hamburger oder norddeutschen Küche unterwegs. Jetzt, wo endlich
die Sonne rauskommt, wir warme Temperaturen haben, bietet sich das natürlich an, ob wir jetzt über Spargel mit einer Hollandaise reden oder was auch sehr schön und besonders sehr norddeutsch ist, ist eine ganz einfache Buttermilchsuppe. Würde ich Buttermilch erwärmen, so lange bis sie sich trennt, dann würde ich die abpassieren, sodass ich die Feststoffe der Buttermilch zum Trocknen habe, um ein Pulver herzustellen. Wo passiere ich die? Durch ein Tuch? Durch ein Tuch würde ich die passieren, okay. Genau. Ja, ja. Ich würde die einmal aufkochen, muss nicht ganz aufgekocht sein, so ab 80 Grad trennt sich das Feste vom Flüssigen bei der Buttermilch. Dann hat man einen schönen, klaren, frischen, leicht säuerlichen Buttermilchsud, den ich sehr gerne noch mit ein bisschen Kombu-Alge und mit ein bisschen geräucherten Fischkarkassen nachschmecke. Die hat man jetzt natürlich nicht zu Hause, aber... Aber so eine Alge kann ich mir schon mal... So eine Alge, ne, könnte man... Gibt es ja auch im Fachhandel, genau. Kombu-Alge. Vom Meeresgarten zum Beispiel zu empfehlen, um hier mal eine kleine Promotion zu machen. Ich sag mal, ein bisschen mehr Tiefe dabei. Ich mache ganz gern, jetzt kommen wir wieder zurück zur norddeutschen Küche. In Schleswig-Holstein gibt es tatsächlich im Frühjahr diese Buttermilchsuppe mit Griesnocken. Ich würde tatsächlich eine Griesnocke aus einem Hartweizengrieß mit diesen Feststoffen der Buttermilch, ein bisschen geriebenem Deichkäse, Butter, geschnittenem Thymian abschmecken, das Ganze mit ein bisschen Eigelb binden, in der Buttermilch pochieren und dann als schönes Frühlings-Terrassengericht essen. Wenn man möchte, noch ein bisschen Bärlauch mit dazu. Na, ist klingt das super. Alexandra Müller verrät uns ihr Rezept für ihr Signature-Dish, den Käseschaum. Ich kann dir das Rezept von dem Käseschaum geben. Das war das Signature-Dish, was wir vorhin angesprochen haben. Ja, also dann machen wir den. Ja. Hast du es da? Ich habe das mit Sicherheit da. Ich muss nur mal ganz kurz runterrechnen, weil die Mengen, die ich im Kopf habe, die reichen immer für ein bisschen mehr Personen aus. Darf ich mal gerade den Stift haben? Also, wenn wir die Hälfte nehmen, sind es 500 Milliliter, genau, 250 Milliliter Sahne, 250 Milliliter Milch, 125 Gramm Butter, 200 Gramm Käsemischung, ein bisschen Salz und Pfeffer, 2 Blatt Gelatine. Ich erkläre gleich, wie es hergestellt wird. Mhm. Und dann der Siphon. Du siehst meine großen Augen, ja, ne? Ja, genau. Ich habe das jetzt erstmal Zutaten runterrattern müssen. Mhm. Die Milch, die Butter, die Sahne aufkochen. Wenn die aufgekocht ist, den Käse reingeben, kurz abschmecken. Achtung, der Käse ist würzig, nicht zu viel salzen, nicht zu viel pfeffern. Die Gelatine nebenbei kalt einweichen, ausdrücken, in der warmen Masse auflösen lassen, in den Siphon abfüllen und dann zweimal gasen. Und das war's. Kann man ganz toll variieren mit frischen Pilzen, mit ein paar knusprigen Brotcroutons, mit ein bisschen Speck. Ja, super. So. Ja, oh, köstlich. Können wir das mal machen jetzt? Kann mal jemand in die Küche gehen? Wenn ich keinen Siphon habe, kriegst du nicht hin, ne? Geht nicht so geht gut, nicht. Nee. Geht leider nicht. Okay. Das geht leider nicht. Also ohne Siphon geht nicht, aber legt euch den mal zu, kann man immer gut gebrauchen, auch für ganz, Süßes. Ja, vor allem ist das was ganz Einfaches. Man kann es einfach ins Bämmeri warm stellen und da kann man das an jedem Weihnachten, ohne lange in der Küche stehen zu müssen, was Tolles, eine tolle Vorspeise, ein tolles Amüsbusch vorne wegschicken. Herrlich. Spitzenkoch Robin Peach aus dem Harz hat 2 sehr deftige Rezepte für uns, die auch in dem Kochbuch stehen, das er mit seiner Großmutter zusammengeschrieben hat. Und zwar einmal die tote Oma und die klassische Soljanka. Also, auf geht's in den Harz.
tote Oma. Also auch wenn das jetzt der Wortwitz ist, behindert, ne, weil wir über meine Oma sprechen. Genau. Aber das ist halt so ein Gericht tatsächlich. Blutwurst, Kartoffeln, Sauerkraut, wieder sehr, sehr deftig. Das heißt tote Oma? So schmeckt für mich der Hans, ja. Blutwurst, aber ist keine Grützwurst. Ist es so eine Nee, schon. Es ist eine Grützwurst. Ja, die wurde also auch so mit Krauten gekocht, genau, früher. Und dann gab es immer gekochtes Sauerkraut dazu, Salzkartoffeln, auch eine Gewürzgurke zum Beispiel noch irgendwie dazu. Gehackte Stippe, so eine ganz einfachen Sachen. Was ist gehackte Stippe? Das ist auch, im Grunde ist es ein bisschen Butter, Zwiebeln angeschwitzt, dann kommt gehacktes dort rein, dann wird das so ganz klein gekocht, dann kommt Brühe drauf, das wird abgebunden mit ein bisschen Mehl und dazu gab es dann auch Kartoffelbrei. Also so ganz einfache, aber deftige, günstige Gerichte. Ja. So, und die man dann auch nochmal nächsten Tag eigentlich essen kann? Am nächsten Tag schmecken sie meistens sogar noch besser. Wenn die kochst du, dann lässt du im Kühlschrank stehen, machst du nächsten Tag warm und dann sind die richtig geil. Aber ihr habt auch eine Soljanka im Kochbuch. Ja, klar. Soljanka sind auch so Sachen. Gab es halt eigentlich gefühlt immer, wenn ich zu Oma gekommen bin, gab es eine geile Soljanka. Und nicht hier mit Resten aus der Küche. Nee, dafür wurde immer vernünftig eingekauft. Wie geht eine Soljanka? Was ist da alles drin? Alles. Also eine Soljanka macht jeder hinter verschlossenen Türen einfach anders. Also ich hätte jetzt eher gesagt, wahrscheinlich ist das, für mich ist es erstmal Paprika und Zwiebeln. Paprika, Zwiebeln, manche kippen da tatsächlich Lecho rein, Wurstabschnitte. Das macht wirklich komplett jeder anders. So, und ich glaube, du könntest mir auch 10-mal Soljanka hinstellen. Ja. Und ich würde die von meiner Familie rausschmecken. So ein Soljanka-Tasting, ne? Das wäre geil. Das wäre geil. Also ich will jetzt keine große Fresse haben, aber die von meiner Mutter und von meiner Oma, die würde ich rausschmecken. 2-Sterne-Koch Julian Stohwasser aus dem Restaurant Lakeside im Hotel The Fontenay in Hamburg schwärmt vom Kalbsbraten mit Knödeln. Meine Eltern haben, es gab eigentlich fast jeden Sonntag einen guten Braten aus dem Römertopf und der war sensationell gut einfach. So ein Kalbsbraten, super, mit Knödeln dazu. Das ist schon so, glaube ich, zähle ich schon zu den Gerichten meiner Kindheit. So ein Wohlfühlessen auch. Total, ne? Das ist das. Gute Soße, gar nicht abgebunden, ne? Die Zwiebeln, Karotten mit drin, aber geschmacklich einfach wahnsinnig gut. Herrlich. Selber gemachte Kartoffelknödel. Wie macht man die selber eigentlich, Kartoffelknödel? Ich meine, und wann hast du das letzte Mal selber welche gemacht? Ich mache gar nicht so selten. Ne? Nee, machst du ganz gerne? Mache ich schon ganz gerne. Ja? Wie macht man die? Ich weiß es wirklich nicht. Also, es gibt verschiedene. Die einen sagen halb-halb, also halb gekocht, halb so finde ich es eigentlich auch nicht. Auch ist schon so meine Version. Ja. Ja, und manche machen es mit Ei, ich mache es einfach nur mit bisschen Kartoffelstärke, ausgepresste Rohe und gekochte Kartoffeln. Und der Philosoph Leon Joskowitz erzählt uns etwas über die chinesische Ernährungslehre und hat ein Porridge parat. Es fängt natürlich beim eigenen Schmecken an. Ja, dass man sich Zeit nimmt und den eigenen Geschmackssinn entwickelt und darauf vertraut und genau hinschmeckt beim Essen so, schmeckt mir das jetzt gerade wirklich so? Ist es wirklich lecker oder ist es irgendwie eher ein Suchtverhalten, das ich an den Tag lege? Bin ich gierig beim Essen oder genieße ich wirklich? Das ist ein Aspekt. Den kann man sozusagen ständig üben. Und dann von ein bisschen weiter außen sozusagen halte ich sehr stark mit der chinesischen Ernährungslehre. Die sagen 50% Getreide, 30% Gemüse, 10% Nüsse und Öle und 5 bis 10% Obst und dann noch ein bisschen 5%, 10% tierische Produkte. Das ist sozusagen die Range, wie sich die Sachen verteilen. Und das macht für mich ergibt für mich total viel Sinn. Und dann natürlich, jetzt wird's Herbst, also kochen wir Suppen. Wir trinken weniger, weil es nicht mehr so heiß ist und der Körper sozusagen vergisst, selbstständig zu trinken. Er braucht aber die Flüssigkeit, also kochen wir Suppen. Und so, da gibt es halt dann viele verschiedene für jede Jahreszeit so auch verschiedene Ausrichtungen der Speisen. Und was ich auch ganz gerne mag, ist im Februar anzufangen, die Speisekammer leer zu kochen. Vielleicht sogar schon Ende Januar. Und dann sage ich, bis in Frankfurt die grüne Soße so im März, Ende März zum ersten Mal kommt, die frischen Kräuter quasi. Ja. Grüne Neune heißen die auch in manchen Regionen. Bis dahin koche ich meine Speisekammer leer. Die Linsen, die Nudeln, die Buchweizen, die Kichererbsen und so. Alles, was als Trockennahrung in der Kammer liegt,
mache ich leer und dann fange ich neu an. Und dann sammle ich wieder sozusagen Vorrat übers Jahr hinweg. Ja. Dann habe ich kein Problem mit, muss ich nichts wegschmeißen, was mir schlecht wird. Dann habe ich keine Lebensmittelmotten in den Sachen und so weiter. Und es ist ja auch gutes, so ein Reinigungsprozess. Gutes Prinzip, ja. Und Reinigungsprozess, also das mal leer zu machen, das stimmt. Das finde ich gut. Vielleicht noch, dann höre ich auch auf. Nee, erzähl. Ein kleines Rezept. Gerade jetzt, wo auch die Winterzeit kommt, Porridge. Ja. Irgendeine Form von gequetschten Korn, also Haferflocke oder Dinkel oder Sechskorn, also verschiedene Flocken, die man ja auch in der Packung kaufen kann. In den Topf Wasser, bisschen Salz, Flocke Butter, Löffel Honig und gerne einen Apfel oder irgendwas dergleichen, bisschen Ingwer, bisschen Zimt. Einmal aufkochen, je nachdem, wie weich man die Konsistenz von dem Brei haben will. Und das wärmt für den ganzen Tag. Und das ist total ergiebig. Und mit dem Zimt und mit dem Ingwer hat man noch so ein bisschen Würze. Und mit dem Honig die Süße. Die Butter macht so ein bisschen auch, dass es mehr, besser schmeckt. Genauso das Salz. Mhm. Das gibt so ein bisschen noch. Das hält richtig lange vor und ist sehr lecker. Ja. So, und das kann man ja auch immer noch mal variieren ein bisschen. Genau, das ist nur so ein Grundrezept. Das kann man, da kann man komplett variieren. Und wenn man es zu Hause ist, kann man auch gut im Schraubglas mitnehmen. Aber wenn man es zu Hause ist, kann man natürlich oben noch Nüsse und ein bisschen frische Früchte oder Crunch drüber streuen und so. Oder ein bisschen Ahornsirup, keine Ahnung. Und zu guter Letzt erzählen uns Sophie Lehmann und Thomas Imbusch vom Zwei-Sterne-Restaurant 100-200, wie ein Kochkurs bei ihnen im Restaurant abläuft und dass man dort nicht das übliche Shishi hat, sondern die Basics lernt. Ja. Deswegen ja der Kochkurs jetzt. Die Nachfrage ist ja wirklich da. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Die Leute haben Bock darauf. Der Kochkurs genau das gleiche. Was bringt mir das? Ich weiß nicht, die typischen Sterne-Kochkurse. Schürze umziehen, Champagner trinken und sich dann irgendwie ein Multikomponentenmenü erklären lassen, was dann zu Hause nicht funktioniert. Aber nee, genau, den meine ich. Was machen wir? Wir machen einen Grundkurs. Ja. Mayonnaise, Vinaigrette, Brot backen, fertig. Super. Hollandaise. So, Hollandaise, genau. Dass jeder versteht, wenn du das verstanden hast, kannst du zu Hause so auf den Bums hauen und kannst immer alles eine Ableitung machen. Dazu, immer was von uns, wo du sagst, und guck mal, so kann es halt wirklich schmecken, wenn du damit spielst, wenn du das für dich verstehst. Ja. Aber wenn du diese 3-4 Sachen kannst. Aber das finde ich super. Du kriegst die Basics, aber du hast gleichzeitig ein Highlight, mit dem du wirklich glänzen kannst. Was dich triggert und sagst guck mal. Was ich nicht alles kann. So was zum Angeben. Ja, ist ja auch wichtig. Du warst doch da beim Kochkurs, was hast du da mitgebracht? Wir haben so Brot gebacken. Und das hier. Ja, cool. Und das war's dann auch schon wieder. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart bei der Food Talker Home Cooking Edition Volume 5. Kochrezepte und kulinarische Tipps von Spitzenköchen und Genussexperten. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der Große Restaurant und Hotel Guide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast mit mir. Der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen. Und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein.